Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge waren wir mit Manuel im Autohaus unterwegs und haben das echt genialste Verkaufslauf gehabt, also den besten Verkaufslauf, den ich bis jetzt hier überhaupt hatte, glaube ich. Wir haben noch und nöcher die Autos an die Leute gebracht. Und das lief sehr, sehr gut. Deswegen haben wir jetzt auch schon wieder 26.600 ein paar zerquetschte. Wir haben uns dadurch, dass es so gut lief, den fünften Stern verdient. Haben uns auch direkt den Handelskammerpreis gesichert. Und ja, zugegebenermaßen, er ist jetzt sehr hungrig und seine Bedürfnisse sind auch nicht die allerbesten. Da werden wir uns noch kurz drum kümmern. Aber ist mir alles egal. Wir können in Urlaub fahren. Yes! Ja, und Karaoke hat es dann auch noch im Autohaus gegeben. Also wer das nicht gesehen hat, wir haben hier echt ein paar lustige Leute an der Karaoke-Maschine erleben dürfen. Und ja, jetzt darf er erstmal was essen, weil er, wie gesagt, halb verhungert ist, der Ärmste. Und ich gucke mal kurz durch, was die anderen so machen. Ah, sie hat fast ausgeschlafen, das ist gut. Dann gucken wir mal, der Kleine ist noch am Schlafen. Dann könntest du doch schon mal duschen gehen. Dass wir schon mal den einen oder anderen so weit kriegen, dass wir vielleicht dann heute Abend in den Urlaub kommen. So, die zwei tanzen gerade Schlambada. Den hat sie mitgebracht, den Juan Sander. Und sie ist super gut drauf. Warum das eigentlich? War irgendwas? Habe ich was verpasst? Sie will zum College und einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Ja, was brauchst du denn noch? Körper wäre vielleicht noch ganz gut. Logik und alles andere hat sie ja schon so schön, dass sie mir ja ganz fleißig dabei ist, auszuarbeiten. Aber gut, du darfst auch erstmal Urlaub haben, ne? Gut, ihr geht's soweit prima. Und ihm... Ach ja, na, prima. Also Bengelchen wollte ich schon sagen. Marky Boy geht's auch gut. Der schläft noch eine Runde, das ist sehr schön. Und er müsste dann, okay. Gut. Und hier können wir endlich mal pflegen vielleicht dann. Ja, das könntest du doch mal jetzt probieren, hä? Huh? Wenn du mit dem Typ da geredet hast. Unterhalte dich mal. Also ich finde es ja lustig, wenn die da so Schlambada-mäßig umhertanzen. Mhm. So, jetzt erzähl dem Kerl mal was. Oh Gott. Ah, herrlich. Mhm. So, Manuel, fertig gegessen? Noch nicht ganz, ne? Ah, er ist fertig? Okay. Ja, nee. Mach erstmal hier benutzen und duschen. Und dann isst du vielleicht auch noch mal eine Kleinigkeit. So. Ah, die beiden sind... Ah, da ist Nalina auch zu Hause. Sehr schön. Und Nalina müsste, glaube ich, mal dringend was für den Spaß tun. Jawohl. Gut. Mhm. Das heißt, du kannst mal aufhören zu tanzen. Und wir gucken mal, ob wir jetzt den Baum pflegen können. So. Hallo, du solltest aufstehen und duschen. Jetzt habe ich vergessen, sie von ihrem Bett wegzuklickern. Ja, und schon funktioniert das mit dem Baum. Also der war wirklich hier irgendwie in einer Kuhle gelandet. Keine Ahnung, wieso und was. Ja, ist okay, komm, guck du fern. Ist in Ordnung. Lass das jetzt alles. Du brauchst dringend ein bisschen Spaß. Und dann müssen wir dich auch noch in Ordnung bringen. Und dann... So, er ist fertig und kann noch einen Teller nehmen. Ja, stimmt, hatte ich ja schon gesagt. Was ist mit Marky Boy? Ui, der ist auch... Ah, Nalina! Melissa kümmert sich um Marky Boy. Sehr schön. Das ist lieb von dir. Dann kann die Mama weiter duschen. Oh, du kannst hier auch gleich mal die Simeons noch ernten. Gutste. Ja, schnapp ihn dir. Komm. Das ist dein kleiner Bruder. Knuddeln. Und, so, du mal knuddeln. Mit ihm reden kannst du mal. Und, spielen, kitzeln. Ja,
Und dann ist sie hier oben und hätte Hunger. Ja, Hunger ist jetzt zwar nicht so tragisch. Was machen wir mit dem Hunger, mit dem Hunger, mit dem Hunger? Na, 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 na. Du könntest, was könntest du mal machen? Du kannst mal hier abräumen und mal schauen. Ja. Er ist noch auf und dann, ja. Sie kümmert sich um ihren Bruder. Sie ist, oh je. Ja, sie muss auf jeden Fall erstmal Spaß haben. Was guckst du da? Könnt ihr es nicht ausschalten? Okay, geh du mal dahin, ja. Dann schauen wir mal. Und dann kannst du ihn mal vielleicht auf das Töpfchen setzen. Genau. Da auf das Töpfchen. Jawohl. Das ist eine super Idee. Dann kannst du nämlich hier drüben noch Sachen abernten. Und tschüss, genau. Tschüss du. Dich braucht nämlich jetzt kein Mensch. So, was guckst du denn da? Ach, die hat irgendeinen Film geguckt. Hoffentlich nichts Gruseliges. Na, mach mal aus. Komm, das ist so nichts. Du sollst Fernsehen gucken. Und zwar das, was ich dir sage. So. Und zwar umschalten auf Kids-Kanal. So. Bitteschön. Ja, kein Wunder, dass sie keinen Spaß kriegt. So. Okay, halt. Stopp, stopp, stopp. Du hast nur noch Hunger. Das ist okay. Was ist mit dir? Du brauchst auch Spaß. Was willst du machen? Schmutzigen Witz anhören. Ja. Nee. Ja, obwohl gut. Kannst du machen. Die muss noch ein bisschen Fernsehen gucken und dann, benutzen und duschen vielleicht mal noch. So, und du bist gerade mit dem Baby zugange, okay. Mit dem Kleinen. Und du solltest dann hier, genau, ernten und gießen. So. Katzen alle versorgt. Ja, sieht gut aus. Dann, warte. Frag sie doch mal, erzähl ihr doch mal. Du, ich hab was vor. Hast du Lust? Wollen wir in Urlaub fahren und überhaupt? Und tralala. Ja. Ich hoffe, die sind dann auch gleich alle fertig. Könntest hier noch mal ausmachen. Und da vielleicht noch ein Nickerchen machen. So. Genau, die Mama räumt ab. Ach, da musst du das aber auch ausmachen. Sorry, 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 habe ich vergessen. Das wird so nix. Oder? Ja. So. Mal gucken, was machen jetzt die anderen hier? Ah, ja, der sitzt natürlich da und kann nicht runter, ist klar. Ja, den holen wir dann gleich, ne? Dann müsst ihr den noch mal tragen. Reden und ihn tragen. Zack. Nalina ist am Duschen, jo, und bräuchte auch ein bisschen Energie. Das ist mir jetzt alles mal wurscht. Sie räumt auf und macht mit den Katzen. Sehr schön, das ist fein. Wie sieht das Klo aus? Ist noch in Ordnung? Ja. So, jetzt warten wir nur noch darauf, dass die anderen soweit sind und dann können wir endlich in Urlaub. Ich glaube, das Nickerchen wird eh nichts bringen. Nee, komm. Geh anrufen. Anrufen. Moment. Nee, Urlaub. Urlaub buchen. Das wollen wir machen. Geh Urlaub buchen. So. Weil das werden wir jetzt einfach anleiern, dass wir den Urlaub buchen. Und dann gucken wir mal, dass wir schon mal loskommen. So, wir möchten jetzt direkt 3 Tage, 2 Nächte, das muss genügen. Da haben wir nicht ganz so viel Geld. So, und mitfahren soll die Elise, ja, der Felix, Melissa, Nalina und Regina. Genau. Wow, guckt mal, was das schon alleine kostet. Nur Flug.
Aber gut, das muss so sein. Alle dabei, außer unser Marky Boy und die Katzen natürlich. Jetzt müssen wir mal gucken, wir brauchen wahrscheinlich für Katze und Hund dann auch noch irgendwie Kindermädchen. Keine Ahnung, ich hoffe, es funktioniert. So, und wir wollen nach Takemitsu Village. Da wollen wir hin. So, was wollen wir denn machen? Hotel zum feuerspeienden Drachen. Was haben wir da? Preisklasse? Teuer, sag ich mal. Der weitgereiste Sim hat höchste Ansprüche und dieses Hotel wird ihn garantiert nicht enttäuschen. Schlender durch den hoteleigenen Zen-Garten und gönn dir einen geruhsamen Aufenthalt in unserem Vier-Sterne-Hotel. Klingt ja nicht schlecht. Mal gucken, was gibt's denn noch? Ah, der qualmende Drache, das ist Preisklasse 2. Komm und kühle deinen rauchenden Kopf im qualmenden Drachen. Angemessene Preise und komfortable Betten erwarten dich. Ja, mal gucken. Was gibt's noch? Die Jade-Villa. Okay, das sieht auch cool aus. Die hat Preisklasse 3. Du suchst mehr Privatsphäre, als das Durchschnittshotel zu bieten hat. Dann buche einen Aufenthalt in der exklusiven Jade-Villa. Und fühle dich weit weg von zu Hause wie zu Hause. Das sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir hier das Resort. Oh, das ist auch nicht schlecht. Aber natürlich wieder super teuer. Preisklasse 4. Sims, die dringend eine Auszeit brauchen, sind im Takemitsu Village Resort genau richtig. Buch ein Zimmer, schwitz deine Sorgen in der Sauna aus und vergiss den Rest der Welt. Oder geh planschen, weil ich sehe da auch ein Schwimmbad. So Sachen liebe ich ja, so diese Resorts. Jetzt ist halt die Frage, wie gesagt, das kostet schon 3.000, allein der Flug. Ja. Und wir wissen auch bei so ein paar Tagen nur, dass so ein Urlaub nicht gerade billig ist. Also ich will es jetzt nicht übertreiben. Das ist Preisklasse 3, sieht aber auch irgendwie ganz nett aus, diese Jade-Villa. Der qualmende Drache, ja, ich sag mal, das ist eher was für junge Leute, die so quasi überhaupt kein Geld haben. Und der ist halt dann auch schon wieder der feuerspeiende Drache. Ich würde sagen, wir fangen mal in der Jade-Villa an. Wenn es uns nicht gefällt, können wir ja immer noch umziehen. Also nehmen wir das. So, wenn du in Urlaub fährst, wird dein Fortschritt auf diesem Grundstück gespeichert und die gesamten Flugkosten werden von deinen Ersparnissen abgezogen. Vergiss nicht zu speichern, wenn du an deinem Urlaubsziel ankommst. Jawohl. Während du in Urlaub bist, muss jemand auf das Haus aufpassen. Bitte suche ein Familienmitglied aus, das zu Hause bleiben soll. Du kannst für eine einmalige Anschaffungsgebühr von 250 Simeons auch ein Kindermädchen einstellen. Dazu kommen noch die normalen Kosten von 10 Simeons und ein Stundenlohn von 15 Simeons. Ja, machen wir. Kindermädchen natürlich. Ja. So. Yes, Sir. Was machen die denn da? Okay, ich komme sofort vorbei. Flughafen-Shuttle ist unterwegs und wird bald bei dir eintreffen. Ja. Supi, was machen wir bis dahin? Was machst du da? Ach, sie spielt was mit der Tochter. Fangen spielen. Ja, das ist in Ordnung. Mach du mal. Sie hat gerade nicht viel zu tun. Dann... Och, da liegt Cupcake. Ist ja goldig. Dann geh wenigstens nochmal schnell aufs Klo und vielleicht kannst du dann auch schnell unter die Dusche hopsen. Sie ist soweit sauber. Ihm geht's bis auf Hunger gut. Er kriegt gerade eine Flasche, ne? Gefüttert werden. Ja, okay. Ich hoffe, du hast ein Fläschchen gekriegt. Hast du? Ja. Gut, bestens. Alles gut. Was guckt ihr dauernd für komische Filme? Was guckst du da? Grusel-Werwolf. Nee, den guckst du jetzt nicht. Guck normal fern, wenn schon. Und zwar, wie wäre es dann mal mit Sport? So, da ist, glaube ich, das Kindermädchen kommt. Jawohl. Die ist schon mal da. Dann kannst du hier ausmachen, komm. Ja, das hat schon mal Spaß gemacht. Ausschalten. Und da ist der Flughafen-Shuttle. Jawohl, alle Mann in den Flughafen-Shuttle. Ja, du auch, du auch. Du bleibst daheim.
Nee, du kannst jetzt nicht manuell folgen. Das geht nicht. Du kannst da, guck mal, die da, um Aufmerksamkeit bitten. Nee, 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 nee. Und lass die Katze in Ruhe, ich sag's dir. Komm, Manuel, raus mit dir. Alle sind schon im Auto drin. Juhu, oh nein, Schande, das hatte ich vergessen. Egal, lass liegen, vielleicht ist ja die Kinderfrau so nett und räumt es weg. Ansonsten haben wir halt hinterher die Kakerlakenzucht. An die Tonne habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Aber wenn ich jetzt wieder sage, nee, heb das erst auf und, dann hängt's wieder irgendwo und dann haben wir echt ein Problem. Nee, danke, wollen wir nicht. Tschüss, wir fahren in den Urlaub. Ach, Freude. Wir machen jetzt Weihnachtsurlaub. Ach ja. Lalalala. Ja, Weihnachtsurlaub in Takebizu, Asien. Ach schön, ich bin so happy, dass das jetzt endlich mal klappt. War ja schon so lang geplant. Und da sind sie tatsächlich. Oh, das ist dieses fürchterliche Grundstück, das ich so gar nicht mag mit dem Hoch- und Runterfummeln. Na egal, okay. Willkommen in unserem Hotel. So, da steigen wir aus. Bitte wähle eine oder mehrere Suiten, indem du auf Türen klickst. Klicke dann auf die Rezeption, um einzuchecken. So, weil wir haben auch tatsächlich den Felix und die Elise mit dabei. Jo. Wie, die sind schon? Ach stimmt, die waren mal alleine in Urlaub und seitdem haben wir die im Prinzip gar nicht mehr gespielt. Na, ist ja wurscht. So, das heißt, wir gucken mal, wo wir denn jetzt einchecken wollen. Wir brauchen ein Ehebett und zwei Einzelbetten und dann vielleicht noch ein Zimmer mit Ehebett. Also das wäre schon mal möglich. Ein normales Doppelzimmer. Da haben wir. Oh, das ist ja. Hey, cool. Das ist ja richtig gehend. Eine Suite. Da könnte man natürlich auch. Wir könnten da schon mal die Erwachsenen. Eheleute, was haben wir hier? Oder hier, das ist perfekt. Doppelbett, zwei Einzelzimmer. Und da unten, das, genau. Das nehmen wir. Das ist erstmal für uns. Das nehmen wir. Einmal. Gut. 1029 pro Nacht. Das ist für uns. Und dann für Felix und Elise nehmen wir einfach dieses hier. Und das noch. Cool. Und dann gehen wir einchecken. Ich hasse dieses Hotel, weil ich da immer hoch und runter renne. Also 1476 kostet uns hier das Ganze. So, was haben wir denn an Wünschen? Er möchte einen Ausflug machen. Er möchte massiert werden, neue Massagetechnik lernen. Die lokale Begrüßungsformel und in einer heißen Quelle baden. Ich würde sagen, das klicken wir ihm mal an. Was möchte sie denn? Melissa wird ein Überflieger. Können wir weitermachen? Jo, immer das Allgemeine. Okay. Ja, bei ihr lassen wir es auch, weil es wichtig ist. Was möchtest du? Hausaufgaben helfen? Nee, das ist Quatsch. Du lernst die lokale Begrüßungsformel, oder? Komm. Oder? Das bringt nicht so viel. Lassen wir den Wunsch kommen. So, und die zwei kann ich. Ah, doch, die kann ich ja auch anklickern. Ey, cool. Was hast denn du für Wünsche, Himmel? Oh, Gottchen, ja. Wir haben zwei gedingst und da auch. Okay, da ist nur einer fest. Sie will Billard spielen und unbekannten Sim treffen. Keine Ahnung. Okay. Ja, supi. Ja, cool. Okay, also dann geht mal. Macht mal, was ihr wollt. Irgendwer wollte ein Foto machen. Du warst das, glaube ich. Warte mal kurz. Halt, stopp, stopp, stopp. Mach doch erstmal ein Foto. Das wäre doch mal was. Das finde ich nämlich immer sehr interessant, wenn man schon wo ankommt. Mal zu sehen, wie es da so aussieht. Stopp! Wir wollen ja ein Foto von unserem Ressort haben da so. So, da sieht man einigermaßen was.
Und zack. Rum. Genau. Und was wolltest du jetzt machen? Tee servieren? Warum nicht? Dann tu Tee servieren, wenn dir das Spaß macht. Was möchtest du denn machen? Ah, Händeklatschen spielen. Und dann begrüßen. Ja, das ist in Ordnung. Und du spielst, ja, du solltest ins Bett. Scheinbar ist da eine noch hundemüde aufgeschlafen. Hä? Kann nicht? Hä? Wieso kannst du nicht? Achso, wir haben noch nicht eingecheckt. Entschuldigung. Gut. Ja, danke fürs Einchecken. Ach, übrigens, Lust auf eine Herausforderung? Was? Dann setz dich doch mit ein paar Freunden an den Mahjong-Tisch. Ja, das ist was ganz was Feines. Andere Sims beginnen nun im Hotel einzuchecken. Vergiss nicht, genug Suiten für deine Mitreisenden zu ordern. Haben wir gemacht. So, und jetzt müssen wir erstmal hier ein paar Grundsätzlichkeiten in den Griff kriegen. So, du gehst mal bitte auf Toilette und, nee, duschen kannst du, wenn du wieder aufwachst. Und schlafen. Das hat ja so gar keinen Sinn. Sie ist fit, sie kann mal mit Felix quatschen. Unterhalten, Witz erzählen, reden, über Hobby reden, Musik und Tanz. Und irgendwas spielen vielleicht mal mit ihm. Foodback, genau. Zack. So. Du bist am Tee machen und du, der hat auch ausgeschlafen. Sehr schön. Was kannst denn du jetzt tun? Du hättest ja eigentlich mal Hunger. Willst du die Begrüßungsformel machen? In der heißen Quelle haben wir aber hier nicht, ne? Oder doch? Da hinten. Haha. Cool, was haben wir denn da? Ach, guckt mal, für die Kinder sogar. Das ist ja schön, mit Puppenhaus und Spieltruhe. Er möchte in die heiße Quelle. Ah, dann mach das doch. So, was hast denn du jetzt für Problemchen? Du wirst von der Dings angequatscht und du könntest auch in die heiße Quelle krabbeln. Genau. Jo, prima, dann lassen wir sie jetzt einfach mal machen. Hauptsache, unsere Nalina ruht sich erstmal ein bisschen aus. Ja. Gehst du auch schön? Ja. Weil das hat ja so gar keinen Hunger. Gibt es hier eigentlich irgendwas, wo wir was essen können? Quelle, Angeln, aber was zu essen, Restaurant gibt es hier nicht. Das heißt, wenn wir was essen wollen, brauchen wir entweder den Zimmerservice oder müssen irgendwo hingehen. Du könntest natürlich auch erstmal hier Tee mittrinken. Das wäre auch noch eine Idee. Kannst du das auch? Ah, mit ihm kann ich gar nichts anklicken. Ah, das ist natürlich. Warte mal. Halt. Ah, kann man ihn dazu rufen? Warte mal. Bitten mitzutanzen. Ja, genau. Ah, stimmt. Also man kann zwar gucken, wie es den Mitreisenden so geht, aber man kann die selber nicht steuern. Das war nämlich immer der Haken. Aber ich finde es toll, dass Oma und Opa jetzt auch mal dabei sind, weil wie gesagt, wir haben sie vielleicht nicht mehr allzu lange, weiß man ja nicht, ne? Guck mal, oh, wir trinken Tee. Ist das nicht schön? Das ist beruhigend, das tut gut. Ist einfach nur herrlich. Und wir knüpfen Kontakt zu dem lieben Opapa. Ja. Wie gut kennt sie ihn denn noch? Ah, nur 13 und die Oma ist auch wieder auf 10 runtergerutscht. Das ist ja das Tragische hier. So, was machen denn unsere zwei in der Quelle? Ah, ja, die unterhalten sich natürlich bestens, klar. Wer sitzt denn da mit dabei? Ein Heidi Fuchs und, ah, guck mal, die Vanessa. Die sieht so aus, als kennt sie sich hier aus. Die hat schon das richtige Outfit an. Herrlich. Ja, dann müssen wir mal gucken, dass wir nicht zu spät dann weggehen, wegen Hunger und so. Und dass wir uns hier verhungern lassen. Oh ja, er muss mit seinem Papa auch mal wieder ein bisschen mehr machen. Das sieht man richtig. Ach, ich find's toll, wir sind endlich im Urlaub. Ich bin total begeistert. Und du schläfst? Wo hast du dich denn hin verzogen, Mädel? Wo bist du? Ich sehe nix. Hä? Wo liegst du denn? Ach, du hast dich ins Zimmer von Großeltern verzogen. Was ist jetzt kaputt?
Warum kommst du nicht raus? Irgendwie passt du da, der Dame, gerade nicht so ganz in dem Bett. Ja, aber du bist halt hundemüde. Naja, kannst auch da schlafen. Ist wurscht. Hey, wer ist? Edeltraut Köhler, warum steckst du in meiner Suite fest? Was machst du da? Und Nils Köhler. Das ist Bergstein. Steht da, weißt du? Haben wir reserviert. Ist belegt. Auch wenn da nur ein Kind drin schläft. Und dauernd wollen die da rein. Na, also ehrlich. Sehr merkwürdig. Okay. Gehen wir mal wieder... Oh! Sie ist auch da hochgegangen. Okay, wo sind die anderen? Ah, es tut gut, sich endlich etwas auszuspannen. Ja, da hast recht. So, was macht Melissa? Die sitzt noch beim Tee. Bevor du eincheckst, musst du mindestens eine Suite reservieren, indem du auf eine der Türen... Ja, habe ich doch gemacht. Himmel. Okay, mal benutzen hier. So. Für wen war denn das? Manuel vielleicht? So. Der könnte auch mal... Wir müssen jetzt halt immer gucken. Ey, wer ist denn da in unserer Suite? Bergstein, okay. Ach, der Papa muss auch mal. Ja, du aber auch. Und dann würde ich sagen... Ach, sie muss auch mal. Okay, du kannst da unten auf Toilette gehen. Jeder geht mal aufs Klo irgendwie. Ja, und was machen wir jetzt wegen Nalina? Das ist das Blöd. Die ist noch ziemlich müde. Oder wir bleiben heute hier und bestellen uns was in die Suite zum Essen. Das aber ist auch blöd, ne? Ach ja. Melissa, was machst du gerade? Komm vor. Plaudern. Ja, plauder mal mit irgendwem, genau. Gute Idee. Ich überlege jetzt gerade mal. Moment, wie viel Uhr haben wir? Oh, mein Part ist eh gleich rum. Okay, dann werden wir den einfach auch hier schön stoppen und speichern und so. Und im nächsten Part gucken wir dann mal, was da so abgehen kann hier noch und was wir noch Schönes machen können. Wo bist du denn? Du solltest doch auf Toilette gehen. Geh doch mal aufs Klo, Mensch. Wo bist du denn überhaupt? Manuel? Bist du in der Dusche? Ach nee, da. Ja, und du willst auch duschen gehen. Ja, das ist vernünftig. Okay. Gut, dann mach du mal noch. Ja, ich hoffe, euch gefällt das, was ich hier ausgesucht habe zum Wohnen. Und ja, dann werden wir in der nächsten Folge mal schauen, wie es dann weitergeht. Ich nehme mal an, entweder fahren wir geschlossen alle irgendwo hin, wobei das ein bisschen schwierig wird, da ja Nalina noch so müde ist. Mal schauen. Oder wir bestellen uns einfach hier was zu essen, machen einen Ausflug und bleiben ansonsten, weil es ja der erste Tag ist, einfach auch noch ein bisschen hier in diesem Hotelresort. Gut, dann werde ich jetzt, wie gesagt, den Part beenden. Wünsche euch noch ganz viel Spaß, schöne Tage, schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!